dieser Woche, in diesen Tagen, wird es genau 24 Jahre her, dass ich offiziell nach Israel eingewandert bin. Das heißt, ich habe Aliyah gemacht. Und ich muss im Voraus sagen, dass ich niemand bin, der dieses Datum der Einwanderung nach Israel, Aliyah-Datum, besonders feiert. Das ist mir jetzt nur, oft vergesse ich es auch, das ist mir jetzt nur die Tage eingefallen, weil ich habe so viele Termine, so Arzttermine, Chemotherapie, Krankenhaus, bla bla. Und da ist mir das irgendwie aufgefallen, dass es jetzt 24 Jahre her ist, dass ich hier offiziell eingewandert bin. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich hatte vor meiner offiziellen Aliyah schon, ich glaube, 3 Jahre oder 3,5 Jahre hier gelebt. Und für mich war das nicht neu. Also das Land, dann hier einzuwandern aus Deutschland. Ich möchte vielleicht, weil vielleicht spielt der ein oder andere von euch als Jude in Deutschland oder woanders halt auch mit dem Gedanken nach Israel auszuwandern, das heißt Aliyah zu machen. Und vielleicht kann ich euch da so ein paar kleine Anregungen geben, was ihr vielleicht vorher beachten solltet. Denn ich muss sagen, das Land hier ist nicht für jeden, genauso wie die USA nicht für jeden ist oder Kanada ist nicht für jeden oder Frankreich ist nicht für jeden. Jeder muss halt irgendwo, wenn er aus Deutschland raus will, sage ich mal, schauen, was so für ihn in Frage kommt und nicht einfach so aufs Geratewohl losziehen und dann denken, nach mir die Sintflut oder so. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Kann gut gehen, aber in den meisten Fällen nicht. Entschuldigung. Was ich unbedingt jedem raten würde, ist, sich jetzt mal in diesem Fall gesprochen, aber das betrifft auch andere Länder, Israel anzusehen. Und nicht nur mal so für eine Woche herzukommen oder so, sondern schon sich vielleicht mal 3, 4 Monate Zeit nehmen und hierher zu kommen und sich hier umzuschauen. So von Ort zu Ort reisen, mit Leuten sprechen, alles Mögliche. Und sich mal so erkundigen mit Arbeit, wie das hier ist, zu wohnen, Mentalität, alles Mögliche, das ganze Leben halt. Und mit ganz unterschiedlichen Leuten zu reden. Ich finde, dass das sehr hilfreich sein kann. Oder in den meisten Fällen auch ist. Bei mir war das so, vor meiner offiziellen Aliyah war ich, wie gesagt, 3, 3,5 Jahre, irgend sowas in der Art hier. Und ich war, hab zweimal im Kibbuz volontiert. Und zweimal war ich in anderen Kibbuzim, also es waren immer andere Kibbuzim. Da habe ich Sprachkurse gemacht. Da habe ich in dem einen Kibbuz habe ich Ulpan Aleph gemacht, den ersten Sprachkurs. Und Bet habe ich nie gemacht, den zweiten, sondern ich bin dann gleich in Gimmel, was dann wieder in einem anderen Kibbuz war. Weil ich habe damals mit dieser Lehrerin gesprochen, die sollte entscheiden, ob ich in Bet oder Gimmel komme. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich will hier eh einwandern und ich will hier richtig was lernen. Und nicht so in einem Sprachkurs sitzen, wo dann wieder ja, Touristen sind oder sowas im Kibbuz, ne? Die da so rummachen, sondern ich will hier richtig was lernen. Und dann musste ich so einen extra Sprachtest machen nach Ulpan Aleph, nach dem Basiskurs. Und dann hat sie mich so einige Sachen gefragt und die habe ich sogar gewusst. Und dann bin ich gleich in Gimmel gekommen, also in die dritte Klasse. Die zweite habe ich übersprungen. Es war nicht einfach am Anfang, also es war echt nicht einfach. Ich habe da echt abends des Nachts noch gesessen und gelernt, wie bekloppt. Aber ich habe das dann auf die Reihe bekommen, weil ich das wollte. Und das ist zum Beispiel eine der Voraussetzungen, hier zu bestehen in diesem Land, wenn ihr das wollt. Nicht hierher kommen und sagen, naja, dann schaue ich mal, ne, wie das so ist. Machen viele. Die sind dann auch meistens schnell wieder weg. Ich schaue dann mal, wie das so ist. Und ja, und wenn, dann kann ich ja immer noch nach Hause wieder. Ne? Und all solche Sachen, wenn du schon so denkst, dann ist das schon ein großer Fehler. Also du musst das wirklich wollen. Und du musst
dich hier in diese Gesellschaft integrieren wollen und nicht hier dein kleines deutsches Ghetto aufbauen oder amerikanisches Ghetto oder irgendein Ghetto. Das kann man vielleicht so ein bisschen nebenbei machen, wobei ich sagen muss, dass ich hier keinen einzigen Deutschen kenne. Ich habe in meinem Bekanntenkreis keinen einzigen Deutschen, keinen einzigen, der Deutsch spricht, keinen einzigen aus Österreich, Schweiz, Entschuldigung, Schweizer. Ich habe niemanden. Also ich kenne Amerikaner, ich kenne Israelis, ich kenne Kanadier und vielleicht noch ein bisschen Australier, sowas in der Art. Also sowas halt. Ich habe niemanden, mit dem ich Deutsch rede, deswegen ist mein Deutsch auch manchmal so beschissen hier, weil ich nur die Videos auf Deutsch mache. Sogar mit meiner Katze rede ich auf Hebräisch. Oder auf Englisch manchmal. Die versteht alles, die ist da besser drauf, die ist international. Wie gesagt, man muss das wirklich wollen. Man muss mit der Absicht hierher kommen, genauso wie in andere Länder auch, wenn man auswandert, sich hier was aufbauen zu wollen. Ich bin auch nicht der Typ, der schaut, wo kriege ich einen finanziellen Vorteil und was steht mir zu? Als ich im Juni 2000 nach Israel offiziell eingewandert bin, war das hier so, dass man vom Staat, vom israelischen Staat, da gibt es ja diverse Einwanderungshilfen, zu meiner Zeit eigentlich gar nichts. Da hat man ein Flugticket bekommen, von Frankfurt nach Tel Aviv, one way, würdest du wieder zurückfliegen, musst du alleine bezahlen. Und dann gab es ein Taxi umsonst, also ein Sammeltaxi, ne? Kein privates Taxi, Sammeltaxi vom Flughafen, wo du hin wolltest, in welchen Ort. Und dann gab es so alle paar Monate so eine Mietbeihilfe, aufs Konto überwiesen. Das war aber keine Mietbeihilfe, das war so Wischiwaschi-Zeug. Damit konnte man keine Miete zahlen und das lief dann auch nach 2 Jahren oder sowas aus. Oder nach 3 Jahren, aber nach 3 Jahren gab es eh nur noch 20 Euro. ansonsten gab es gar nichts zu meiner Zeit. Und ich bin hier auch nicht hergekommen, um zu schauen, was kriege ich, wie viel kriege ich und wo kriege ich irgendwelche sozialen Hilfen her und wo parasite ich so rum. Sondern ich bin hierher gekommen und am nächsten Morgen war ich bei einer Bank, habe mir ein Bankkonto eröffnet, war beim Einwanderungsministerium oder erst beim Einwanderungsministerium, dann bei der Bank. Und ich war hier in Jerusalem und damals, im Jahr 2000, wer sich noch erinnert, da gab es neben der Fußgängerzone eine Einrichtung. Was heißt Einrichtung? Das war halt so ein privates Dingens, hieß Margameda. Und da konnte man hingehen in dieses Büro und da hat man einen monatlichen Beitrag gezahlt. Und da bin ich gleich hin und da konnte man sich Listen holen, freie Wohnungen, WGs, halt alles sowas. Listen konnte man jeden Tag hin und sich das neu ausdrucken lassen oder die haben es dir auch auf die E-Mail geschickt. Und dann habe ich mir noch gleich eine weitere Liste gekauft für einen Monat mit Jobs, die angeboten wurden. Und dann habe ich da meine Sachen hingeschickt. Hier laufen Bewerbungen übrigens anders als in Deutschland. Hier brauchst du kein Foto. Hier schickst du entweder ein Fax oder meistens eine E-Mail. Bla bla bla. Kurzer Lebenslauf, tabellarisch, aber ganz kurz. Und wer interessiert ist von den Firmen, meldet sich. Wer nicht, meldet sich nicht. Also ihr bekommt hier keine Absagen oder so. Wartet nicht. Also ihr müsst hier, Israel ist ein Land, indem man Initiative ergreift und nicht zu Hause sitzt und wartet, dass irgendwas passiert oder sich beschwert, oh, kommt keiner und macht keiner und nein, hier musst du laufen, musst du gut zu Fuß sein und hier musst du flexibel sein und nicht frech. Also manche meinen, sie müssen hier rumbrüllen oder irgendwelche Scheiße, nein, 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 nein. Da macht ihr einen schlechten Eindruck, also ganz normal, aber ihr müsst hier Initiative ergreifen und nicht nur rumsitzen und denken, weiß ich nicht, euch fliegen die gebratenen Tauben in den Mund, das ist hier nicht so, das habe ich auch nicht erwartet und dadurch, dass ich hier vorher schon gelebt habe, wusste ich, wie die Gesellschaft funktioniert, ich konnte die Sprache,
jetzt nicht perfekt oder so, aber man konnte sich halt ausdrucken, drücken. Natürlich in 24 Jahren, jetzt hier ist das natürlich wesentlich besser geworden und alles, aber es ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man vorher die Sprache lernt oder zumindest einiges. Das ist sehr, sehr hilfreich, vor allem bei der Jobsuche und auch bei der Wohnungssuche. Und überhaupt, sonst wird es ja überall abgezogen oder weiß ich nicht. Ja, viele Leute nutzen das halt aus, ne? Die denken, du bist doof, wenn du die Sprache nicht kannst. Aber es gehört schon, es gehören schon Sprachkenntnisse in ein Land, wenn man dahin auswandert. Es ist egal, ob das nach Spanien ist oder da muss ich auch Spanisch können oder was weiß ich, oder nach Italien oder in die USA oder so. Die Sprache ist ein wichtiger Grundstein, um in einer Gesellschaft bestehen zu können, um überhaupt Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ansonsten befindet man sich in einer Parallelgesellschaft. Ich kenne hier Anglos, die sprechen nicht unbedingt Hebräisch, mehr oder weniger manchmal, aber ich finde, die haben aufgrund ihrer Englischkenntnisse haben die natürlich einen Vorteil, ne? Wenn du hierher kommst und du kannst nur Deutsch, dann bist du aufgeschmissen. Da bist du ja der Volldepp. Aber wenn du Englisch kannst, oder Russen kommen ja auch her, die müssen dann halt immer Russen suchen, andere. Aber wenn du hier Englisch kannst, gutes Englisch und so, da kannst du schon mit überleben. Aber du bist halt jetzt nicht unbedingt Teil der Gesellschaft, obwohl viele Amerikaner, die ich kenne, können vielleicht nicht so gut Hebräisch, aber sind irgendwie schon Teil dieser Gesellschaft, weil sie haben sich irgendwie angepasst. Amerikaner sind sehr, sehr, ich finde die sehr, sehr flexibel. Deutsche sind so, ja, das geht aber nicht und solche Sachen, ne? Nee, das muss aber so sein und so sein und so sein. Oh, kein Wunder, dass ich hier keine Deutschen kenne. Wer will sich damit befassen? Aber Anglos haben irgendwie so eine bestimmte Art, so eine lockere, ne, sich so irgendwo so anzupassen. Und die kommen dann immer irgendwie durch, weil auch andere, viele Leute hier sprechen Englisch mehr oder weniger, wobei man die Englischkenntnisse der Israelis auch nicht überschätzen darf. Das ist auch teilweise sehr, sehr, sehr limitiert. Es kommt drauf an, wen man trifft. Aber trotzdem, also es, man kann nicht hier bei jedem erwarten, dass er super Englisch spricht. Aber wie gesagt, die Sprache solltet ihr können oder lernen und das so schnell wie möglich. Und ihr müsst euch auch mit der Sprache beschäftigen. Das heißt, schaut euch Filme an, versucht irgendwelche Bücher zu lesen und gebt euch mit Israelis ab. In hebräischer Sprache. Und auf der Arbeit macht ihr das ja irgendwie sowieso. Wenn ihr hier die Gesellschaft richtig kennenlernen wollt, was Vor- und Nachteile hat, dann würde ich euch raten, mit Israelis, nur mit Israelis zu arbeiten, was nicht immer einfach ist, aber man gewöhnt sich dran, mit Israelis zu arbeiten und, wenn es geht, mit israelischer Kundschaft. Uiuiuiui, da lernt man die Gesellschaft kennen. Da ist was los. Da wird es nicht langweilig. Mit israelischer Kundschaft arbeiten. Das ist eine Voraussetzung, eine Herausforderung, aber danach seid ihr fit. Das sage ich euch, das verspreche ich euch. Ich habe das gemacht. Ich habe mit israelischer Kundschaft gearbeitet. Uiuiuiui. Am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen geschockt, aber man gewöhnt sich dran und man weiß dann auch, wie man sich zu verhalten hat oder was man überhört und was einem so am Hintern vorbeigeht und all solche Sachen. Aber mit sowas müsst ihr arbeiten. Wenn ihr herkommt und sagt, hier Deutsch und alles Deutsch und da, vergesst die Scheiße. Dann bleibt lieber in Deutschland oder richtet euer Ghetto hier ein oder so. Nee, sowas funktioniert überhaupt nicht. Aber wie gesagt, auch Franzosen, darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Zum Beispiel gibt es ja hier viele französische Neueinwanderer und Franzosen lernen meiner Meinung nach am schnellsten Hebräisch. Weil die können auch nicht viel Englisch oder gar nichts. Und die sind irgendwie dazu gezwungen. Und die Franzosen, auch die älteren Franzosen, die älteren Russen hier können gar nichts. Aber die älteren Franzosen hier, die sind alle fit. Nicht jetzt vielleicht perfekt oder so, perfekt ist niemand, ich auch nicht.
Aber Franzosen lernen das total schnell. Und das macht natürlich auch auf Israelis einen Eindruck. Wenn du hier, weiß ich nicht, ankommst, gut, lassen wir mal Englisch alle fünfe gerade sein, aber wenn du nach, weiß ich nicht, 3 Jahren, nach 2 Jahren immer nur noch Deutsch kannst oder so, dann sagen die Israelis, sag mal, du hast hier so viel Einwanderungsgeld bekommen, was es heute gibt, bei mir nicht, aber jetzt. Sag mal, was machst du denn hier überhaupt im Land? Da kann man sich dann schon teilweise Sprüche anhören. Also habe ich auch schon miterlebt bei anderen Leuten. Und was ich euch daher nur anraten kann, ist vielleicht hier erstmal einen ausführlichen Sprachkurs zu machen und sei es nur im Kibbutz oder so. Aber lernt die Sprache, lernt Leute kennen, lernt die Gesellschaft kennen. Und seid nicht da alleine in eurer Facebook-Gruppe oder so oder sitzt zu Hause oder weiß ich nicht oder ihr sucht euch immer nur Deutsche oder sowas. Da brauche ich nicht auswandern, ne? Da kann ich ja gleich in Deutschland bleiben. Also für mich war das zum Beispiel Priorität, bei mir gibt es andere Prioritäten, aber zu meiner Zeit war das auch noch ein bisschen anders, weil da gab es hier nicht viel Deutsche. Ich wollte mich in dieses Land integrieren und halt mit Israelis zusammen sein oder was weiß ich, mit Amerikanern oder so, was man halt so, oder Franzosen oder was man halt so trifft, ne, im Freundeskreis. Ich habe jetzt keine Deutschen gesucht. Ich laber auch nicht mit Touristen rum. Ich würde mich nie irgendwo jetzt hinstellen an die Klagemauer oder so und da auf eine deutsche Touristengruppe warten und dann höre ich, ah, die reden Deutsch oder so und dann die irgendwie anquatschen oder so. Würde ich überhaupt nicht machen. Habe ich keine Lust drauf. Ich habe das in meinem ersten Kibbutz war eine deutsche Familie aus Hamburg und mit denen war ich ganz gut befreundet damals, das war Ende der 80er Jahre. Und die sind übrigens immer noch hier, aber wir haben irgendwie Kontakt verloren. Und da hat mir die Frau erzählt, dass sie jetzt nie irgendwelche deutschen Touristen anquatschen würde. Weil die stellen dann immer dieselben Fragen und es geht ihr auf den Geist. Hat sie recht. Die fragen dann immer, ja, wo kommst du her? Wieso bist du hier? Und oh, ist ja alles so komisch hier und wieso lebst du da hier? Und ich bin keine Reiseleitung und ich will das auch gar nicht sein, um Gottes Willen. Und ich bin nach Israel gekommen, weil ich in Israel sein will. Und nicht, weil ich in Deutschland sein will oder irgend sowas. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig in dieses Mindset vielleicht oder diese Lebensart, damit ihr hier besteht. Weil ihr könnt nicht immer irgendwo hier sein und da sein. Das funktioniert nicht. Ich bin auch jetzt nicht der Typ, vielleicht bin ich da ein bisschen einzigartig oder so. Ich war in den ganzen 24 Jahren nicht mehr ein einziges Mal in Deutschland. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern, oder weil ich Deutschland hasse, überhaupt nicht, sondern es ergibt sich einfach nicht und jetzt. Seit fast 6 Jahren bin ich hier eine Onkologie-Patient und Chemotherapie und OPs und alles Mögliche. Da kann ich sowieso nicht rumreisen. Aber es hat sich irgendwie in all den Jahren vorher, in meinem gesunden Zustand, hat sich das irgendwie nie ergeben, weil entweder bin ich woanders hingefahren, hier im Land, oder ich musste arbeiten. Hier bekommt man nicht so viel Urlaubstage wie in Deutschland. In Deutschland, was hast du? 24 Tage oder so? Irgend sowas? Oder 28 Tage? Hier hast du, ich weiß gar nicht, 12, 13 Tage oder so? Wenn es hochkommt, hast du hier 2 Wochen Urlaub im Jahr. Dass du 14 Tage hast. Sowas in der Art. Und ich hatte irgendwie nie jetzt so das Bedürfnis, weil ich immer irgendwas anderes zu tun hatte hier. Und dann habe ich mir gedacht, und damals waren die Flugtickets noch viel, viel teurer als heute. Und dann habe ich mir gedacht, dann gebe ich so viel Geld aus, dann fahre ich nach Deutschland und dann nervt mich das dann nach ein paar Stunden schon und dann will ich wieder hierher und dann bin ich sauer, weil ich das ganze Geld ausgegeben habe und will da eigentlich gar nicht sein oder mich nervt das oder irgendwas. Und seit dem Jahr 2015, spätestens will ich da sowieso nicht mehr hin, weil mir reichen YouTube-Videos, die ich sehe von deutschen Städten und so. Und
muss ich nicht mehr haben. Ich will Deutschland so in Erinnerung behalten, wie ich es verlassen habe im Juni 2000. Wahrscheinlich bin ich da irgendwo stecken geblieben. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da rumkriechen muss, von hier nach da oder nach Deutschland fliegen. Oder brauche ich überhaupt nicht. Ich bin hier in Israel sehr, sehr glücklich, obwohl das hier kein einfaches Leben ist. Und für mich sowieso jetzt nicht als Onkologiepatient. Ne? Alles andere als das. Aber ich habe hier meinen Freundeskreis. Ich habe hier meine ganzen sozialen Kontakte, alles Mögliche, hier vor allem in Jerusalem. Und für mich ist das hier Heimat. Schon lange. Und wie gesagt, indem du die Sprache sprichst und hier Teil dieser Gesellschaft irgendwo bist, jeder findet hier irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft. Es gibt hier ganz verschiedene Gesellschaftsteile, ganz verschiedene, unterschiedliche Leute. Weiß ich nicht. Also ich habe im Grunde genommen mit Deutschland eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich habe dort noch meinen Bruder. Freunde. Ja, vielleicht eine, mit der ich mich manchmal schreibe. Auf Facebook oder so. Aber ansonsten habe ich da keine sozialen Kontakte mehr zu Deutschland. Ich habe überhaupt keine Verbindung mehr zu Deutschland. Also ich habe da weder ein Bankkonto noch irgendwas, weiß ich nicht, gar nichts. Ich habe alles hier in Israel schon immer gehabt. Und das war's eigentlich. Das war's. Für mich wäre Deutschland heute komplettes Ausland. Weil es hat sich ja innerhalb der 24 Jahre alles sozusagen verändert. Und es sind neue Generationen herangewachsen und wer da heute so prominent ist oder so, kenne ich alles gar nicht mehr, die Leute. Und ich beschäftige mich auch nicht so viel mit deutschen Nachrichten. Was ich manchmal mache ist, aber das mache ich aus aller Welt, aus anderen Städten auch, dass ich mir so Walking-Videos anschaue. Ne? Wenn ich Deutschland anschaue, dann schaue ich mir meistens Walking-Videos aus Frankfurt an oder aus München. Ja, eigentlich Frankfurt, München, so ein bisschen Nürnberg, weil ich daher komme. Aber ansonsten jetzt nicht so viel. Aber ich schaue mir auch noch andere Länder an, andere Städte und so. Alles Mögliche halt. Aber ich kann diese ganze deutsche Politik oder sowas überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und es hat sich ja eigentlich alles total verändert. Muss ich mich damit beschäftigen? Nein. Bei mir war es so, dass ich nach der Einwanderung hier nach Israel, also vor 24 Jahren, meine deutsche Staatsbürgerschaft verloren habe. Ich hätte, damals war das so und heute ist es auch kompliziert, ich hätte damals durch ein kompliziertes Verfahren bei der, wie heißt die Behörde? Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, hätte ich durch ein kompliziertes Verfahren eventuell meine deutsche Staatsbürgerschaft behalten können, wenn ich die israelische abgelehnt hätte oder irgend sowas. Keine Ahnung, das war mir alles zu blöd, weil warum wandere ich denn aus und lehne dann hier diese Staatsbürgerschaft ab, um die deutsche zu behalten? Habe ich alles nicht gemacht, somit habe ich meine deutsche Staatsbürgerschaft vor 24 Jahren verloren, was mich bis heute nicht stört. Also ich habe nur die israelische Staatsbürgerschaft, ich vermisse die deutsche Staatsbürgerschaft überhaupt nicht. Und dann war ich vor ein paar Jahren mal auf der deutschen Botschaft, das wird jetzt schon wieder, in einem halben Jahr wird es glaube ich 6 Jahre her. Oder 7 Jahre sogar. Da war ich auf der deutschen Botschaft, weil ich musste was unterschreiben und die brauchten, also ich musste mich da identifizieren, dass ich das unterschreibe. Das war so ein Kaufvertrag. Und da hat mir die Angestellte angeboten, weil die kannte das Ganze ja, aufgrund der deutschen Gesetzeslage, dass ich ja, das habe ich schon mal erzählt, so eine Beibehaltungsgenehmigung, heißt das heute, stellen könnte. Und dann müsste ich erst hier auf das israelische Innenministerium mir da bestätigen lassen, dass ich israelischer Staatsbürger bin. Ja, okay. Und dann müsste ich das alles zur deutschen Botschaft schicken
Und da müsste ich dann irgendwie so ein Gespräch haben mit einem deutschen Diplomaten, der dann entscheidet, aufgrund dessen, ob ich noch Beziehungen habe zu Deutschland oder nicht, ob ich die deutsche Staatsbürgerschaft zurückbekomme. Und da habe ich mir gedacht, na, ist mir alles so blöd. Und außerdem habe ich wieder gehört, dass es seitens von Deutschland eine ganze Menge Geld kostet. Aber das geht hier nicht ums Geld. Es geht darum, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft nicht brauche und auch nicht vermisse. Und ich will da jetzt auch nicht mit irgendeinem Diplomaten hocken und da, weiß ich nicht, rumjammern oder so. Und ich habe überhaupt keine Beziehungen mehr zu Deutschland. Und ich kenne da eigentlich nur noch meinen Bruder. Und ja, ich würde dahin auch nicht, sagen wir mal, die ganze Welt würde zusammenbrechen und jetzt müsste ich hier irgendwie weg und irgendwo anders hin. Dann würde ich nicht nach Deutschland fahren. Dann würde ich in andere Länder fahren, aber nicht nach Deutschland. Und hätte ich jetzt die Wahl, ja, ich wäre jetzt besser gesund gestellt und ich könnte jetzt in Urlaub fahren, ins Ausland. Dann würde ich auch nicht nach Deutschland fahren. Ich möchte nämlich gerne mal nach Prag. Da würde ich dahin fahren. Ohne von Tschechien jetzt die deutsche Grenze zu überqueren und da auch noch kurz nach Deutschland zu fahren. Das würde ich auch nicht machen. Nach Prag und wieder zurück. Vielleicht noch ein paar Orte in Tschechien. Aber das würde mich interessieren. Aber ansonsten habe ich zu Deutschland keine Verbindung mehr und das habe ich der Angestellten auch auf der Botschaft gesagt. Habe ich gesagt. Sie meinte, naja, ich gebe dir mal diesen Antrag mit. Der liegt irgendwo in der Schublade vergilbt. Werde ich nie stellen. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Interessiert mich nicht. Und das hört sich jetzt vielleicht wie Tabula Rasa an oder so, ist es aber nicht. Als ich damals ins Flugzeug gestiegen bin nach Tel Aviv vor 24 Jahren, da wusste ich, dass ich entweder nicht mehr zurückkomme nach Deutschland oder dass es mindestens 10, 15 Jahre dauern wird, bis ich jemals zurückkomme. Ich hatte das irgendwie so im Gefühl. Nicht, dass ich da jetzt irgendwelche bösen Absichten habe oder überhaupt nicht. Aber ich wusste einfach, dass das nichts mehr wird. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal was wird. Ich habe mich hier sehr, sehr gut eingelebt. Wer hierher kommt, hat schwere Phasen. Das kann ich euch allen sagen. Es sei denn, ihr kommt ja als Millionär hierher. Es gibt immer schwere Phasen. Von meiner Seite aus kann ich sagen, dass ich immer Arbeit gehabt habe. Ich bin nicht jemand, der aufs Amt läuft. Weder in Deutschland war ich nie auf dem Amt und in Israel auch nicht. Ich musste jetzt vor ein paar Jahren aufs Amt wegen der Krebserkrankung. Aber vorher war ich nie auf irgendeinem Amt. Ich habe immer Arbeit gehabt und manchmal einen besseren Job, manchmal einen Scheißjob, alles Mögliche, aber ich habe immer Arbeit gehabt und das war mir sehr, sehr wichtig. Ich bin nicht jemand Amt wie heißt das jetzt in Deutschland, Bürgergeld oder so, hier heißt das anders, überhaupt nicht, bin ich nicht der Typ. Bei mir wird gearbeitet und das war immer so, bis ich krank wurde. Und jetzt ist alles scheiße, weil ich das nicht mehr kann. Ich würde sonst was darum geben, wenn ich wieder arbeiten könnte. Wenn ich wieder gesund wäre und wenn ich wieder arbeiten könnte. Würde ich sonst was darum geben. Ich verstehe alle Leute nicht, auch nicht in meinem Freundeskreis, ne, wenn die zur Arbeit gehen und sagen, oh, scheiß Arbeit, hab keine Lust. Dann sage ich ihnen mal, lass mich, weißt du, ich wäre so froh, wenn ich gesund wäre. Und ich würde sofort für dich gehen. Ich würde, was weiß ich, irgendwo an der Kasse sitzen, irgendeine Scheiße machen. Aber hauptsache wieder gesund sein und wieder arbeiten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich den Schritt damals gemacht habe. Obwohl, wie gesagt, das ist hier kein leichtes Leben. Du hast hier Ups und Downs und oh Gott. Aber du musst halt hier deinen Ort finden, wo du dich wohlfühlst und so einen Freundeskreis, wo du dich wohlfühlst. Und wenn ich mir das Ganze in Deutschland jetzt anschaue oder was ich so höre von Leuten, die hier Kommentare schreiben, dann bin ich als Krebspatient in Israel wesentlich besser aufgehoben. Weil ich bekomme hier alle möglichen Termine sofort, ich bekomme die OPs sofort, meine Krankenkasse ist sehr gut, weil ich den höchsten Versicherungslevel habe. Es gibt hier drei unterschiedliche Krankenversicherungslevel. Ihr solltet immer den höchsten haben. Habt ihr den niedrigsten, seid ihr echt schon tot. Da würden wir es gar nicht bezahlt werden, was ich alles schon hatte. Aber natürlich ist Israel auch in medizinischer Hinsicht ein komplett fortschrittliches Land.
Also man braucht hier nicht denken, man kommt hier irgendwo in OP oder ins Krankenhaus und weiß ich nicht, da sieht es aus wie in Afghanistan oder so. Um Gottes Willen, hier ist alles auf höchstem medizinischen Fortschritt und alles Mögliche. Ihr müsst hier nur den höchsten Krankenversicherungslevel haben, aber nichtsdestotrotz müsst ihr noch drauf zahlen. Also es wird euch nicht alles gezahlt, vor allem nicht Medikamente. Müsst ihr teilweise, also ich gehe morgen zur Krankenkasse in die Apotheke, ne? Ich habe wieder total viele Rezepte und da wartet wieder, trotzdem, dass ich einen Rabatt kriege und so, muss ich oder müssen wir hier alle bei Medikamenten sehr, sehr viel drauf zahlen. Und das kostet mich morgen wieder einige hundert Scheckel, also ich gehe mal mindestens von 80 € aus, mindestens. Also wenn ich noch, also über 300 Scheckel werden es bestimmt. Ich habe da einige Sachen, die gehen schon richtig ins Geld. Aber als Krebspatient bin ich eigentlich froh, dass ich hier bin und nicht in Deutschland. Also von Deutschland habe ich schon Horrorgeschichten gehört, so aus Onkologien und so, ach du meine Güte. Also da bin ich schon in der Hinsicht froh, dass ich hier bin. Und ich finde, man muss auch mit sich, wie soll ich sagen, zufrieden sein. Natürlich wirst du hier, ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders groß, dass du hier reich wirst. Aber ich finde, es gehört schon eine gewisse Art von Zufriedenheit dazu und vor allem auch ein guter Freundeskreis und dass du dich beschäftigen kannst, dass du mit deinem Leben irgendwas anzufangen weißt und nicht nur rumjammerst und mehr haben willst und mehr haben willst und dann, weiß ich nicht, verbittert da rumsitzt oder so. Es gibt hier Einwanderer, also habe ich schon gesehen, fällt mir jetzt gerade ein Brasilianer ein, der sitzt hier nur und sagt, alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Und wir haben ihn schon vor Jahren gefragt, warum er denn nicht zurück nach Brasilien fährt. Ja, da gab es keine Antwort drauf. Am Geld liegt es jetzt nicht so unbedingt. Der verdient, der arbeitet hier, der könnte sich das leisten. Aber finde ich furchtbar, solche Leute, ne? Die machen dann alles schlecht und alles Mögliche. Es gibt hier vieles Negatives und vieles Positives und man muss halt hier irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft finden. Aber für mich ist es hier Heimat geworden und ich habe keine andere Heimat. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil ich bin ja mal in Deutschland aufgewachsen und so, aber ich habe, wie gesagt, seit diesen 24 Jahren mit Deutschland nichts mehr zu tun. Und ich kenne auch gar keine Leute mehr und gut, könnte man kennenlernen, aber die Frage ist, käme ich da mit dieser Gesellschaft überhaupt noch zurecht? Also die Antwort ist nein. Also ich würde dann woanders hinziehen, aber und nicht nach Deutschland. Aber es ist sehr, sehr wichtig, sich irgendwo anders, ist egal jetzt wohin man auswandert, ein Leben aufzubauen. Und nicht immer irgendwo an diesem ganzen Alten zu hängen und alles zu vergleichen und alles hier schlecht zu reden und wenn ich sage, in Deutschland ist alles besser, dann gehe ich nach Deutschland, dann brauche ich nicht hier sein. Aber es gibt hier schon, ich habe das neulich meinem Bruder auf WhatsApp geschrieben, also es laufen hier schon auch in Israel einige Gestalten rum, ne? Die sind hier eingewandert und da fragst du dich echt, was haben die bis jetzt in ihrem vorherigen Leben gemacht? Gar nichts. Also hier, ich weiß nicht, hier gibt es ein Sammelsurium von Leuten, da denkst du oft, nee, alles Mögliche halt. Und natürlich, wenn du dir deinen Freundeskreis aufbaust, dann solltest du auf solche Leute, musst du halt schauen, ne? Solltest du verzichten. Ich habe auch in all dieser Zeit sehr, sehr viele Neueinwanderer erlebt, die wieder in ihre Heimatländer, sage ich jetzt mal, zurückgegangen sind. Einige waren kurz hier, eine glaube ich mal 3 Monate oder so, dann war sie wieder weg. Die hat hier nur gejammert. Ja, in den USA ist alles besser und da ist sie das und das und das und hier ist sie nichts und hier fängt sie von ganz unten an. Ja, man muss hier meistens wieder von ganz unten anfangen.
weil es hier interessiert nicht, was ihr in Deutschland gemacht habt oder ob ihr da, weiß ich nicht, der Vorsitzende vom Schrebergartenwald, vom Schrebergartenverein oder so. Das interessiert hier keine Sau. Hier muss man wieder ganz irgendwo anfangen und sich ein neues Leben aufbauen. Und wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr viele Leute kommen und gehen sehen. Manche sind auch gekommen, gegangen und waren dann wieder hier, waren dann aber noch schlechter drauf als und dann sind sie wieder gegangen. Und ich finde das immer sehr, sehr schade, weil heutzutage, bei mir war das wie gesagt nicht so, aber heutzutage wird viel vom israelischen Staat in Neueinwanderer investiert und dann kommen die hierher, sacken ihr Geld ein und wenn das dann weg ist, sag ich mal, dann fahren sie wieder in ihre Länder zurück. Und brüsten sich dann da auch in Deutschland. Ich bin Israeli, dabei waren sie nur irgendwie mal 2, 3 Jahre hier oder sowas. Und, oder kürzer oder irgend sowas. Und erzählen dann irgendwelchen Müll. Aber ich weiß nicht, zu meiner Zeit in Deutschland war das alles sehr geordnet in Deutschland. Heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber damals war das alles so geordnet. Du wusstest morgens schon, was der Tag bringen wird. Und hier in Israel hast du immer so verschiedene Überraschungen, positive, negative. Und sei es, du kriegst irgendwie eine dicke, fette Rechnung, die du wieder bezahlen musst oder so, die dann ganz unerwartet kommt. Oder auch positive Sachen. Du weißt hier nie, was der Tag bringt. Und das ist hier nicht so vorbestimmt. Wie gesagt, du musst hier mehr flexibel sein und du solltest bereit sein, dich auf neue Sachen einzulassen und nicht so an deiner komischen, weiß ich nicht, so an dieser Mentalität zu kleben. In Deutschland ist das aber so und so und wieso ist das hier und da und hier sind die Leute nicht pünktlich. Es gibt hier ganz unterschiedliche Sachen, die mir gar nicht mehr auffallen, weil ich das mache. Man versucht hier in Israel pünktlich zu sein, meistens gelingt das nicht. Boah. Dann wartet man halt, ne? Manchmal sagen Freunde zu mir, ja, ich komme dann so gegen 10 vorbei oder so, ne? Dann wird es manchmal nachmittags um 3. Ich sitze doch da jetzt nicht und warte oder sowas, ne? Ich mache halt meine ganzen Sachen, die ich so zu tun habe. Na, ja, dann kommt er. Aber hier ist man jetzt nicht so darauf versessen, auf diese Pünktlichkeit. Natürlich ist es was anderes, wenn du zur Arbeit gehst oder Arzttermine hast oder so, ne? Dann solltest du schon pünktlich sein. Aber so unter Freunden oder so, da kann das schon passieren. Oder dann ruft einer an und sage ich, ja, kommst du, du wolltest doch vorbeikommen. Oh, ich vergessen. Das ist mir auch schon passiert. Ich mache das auch. Manchmal habe ich das echt vergessen und dann sage ich einfach, weißt du was, mach mal einen anderen Tag. Oder es ist hier auch so, dass ich habe das neulich in einem YouTube-Video gesehen. Ich habe daran gar nicht mehr gedacht, dass wenn du irgendwo jetzt isst mit Freunden, sag ich mal, du sitzt im Restaurant oder so, ne? Oder bei McDonald's oder was weiß ich, sitzt im Restaurant und ich weiß nicht, ob das heute noch in Deutschland so ist. Ich frage euch das. Dann warten alle, bis sie ihr Essen haben und dann fangen sie gemeinsam an am Tisch. Das ist hier nicht so. Hier kommt das Essen, der kriegt das, der kriegt das, der kriegt das. Und wenn ich mein Essen kriege, dann fange ich an. Dann warte ich doch nicht, bis die anderen alle ihr Essen haben. Ja, und dann habe ich das schon gegessen, wenn die es vielleicht kriegen oder so, ist mir doch egal. Das stört hier keinen Menschen. Das stört hier niemanden. Und dann ist es mir wieder bewusst geworden. Ich habe meinen Bruder gefragt, ob das noch so ist, aber der wusste nicht, weil er nicht zu McDonald's geht. Ist das heute noch so in Deutschland, dass man bei McDonald's oder Burger King oder was auch immer, dass man für diese Mayonnaise und diese Ketchup-Dinger da zahlt? Früher hat das mal immer 20 Pfennig gekostet. Wenn man da Ketchup haben wollte und Mayonnaise in diesen Pouches, in diesen, ihr wisst schon, in diesen kleinen Dingern, die man dann da gekriegt hat und dann musste man jede Tüte sozusagen zahlen. 20 Pfennig. Und dann kam ich nach Israel und hier knallen die dir teilweise, weiß nicht, eine ganze Handvoll Ketchup und Mayonnaise aufs Tablett. Und dann habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, jetzt muss das alles zählen und auch noch bezahlen. Und die haben alle gedacht, ich bin bescheuert, weil ich das bezahlen wollte. Hier in Israel bezahlst du das nicht. Also du bekommst Ketchup, Mayonnaise, so viel du willst. Und das alles umsonst.
Und wenn du hier irgendwo hingehst, auch ins Restaurant, dann bekommst du Wasser und so. Wenn du das aus der Leitung haben willst, kriegst du Wasser aus der Leitung und sonst zahlst du nichts. Oder manchmal ist es so, ich gehe ja nicht so viel essen oder so, aber oft muss ich mir dann das mit nach Hause nehmen, weil es zu viel ist oder mir ist es zu viel und ich kriege das nicht auf einmal runter und dann lasse ich mir das einpacken und dann nehme ich das mit nach Hause. Da sagt hier kein Mensch was. Hier hat man dieses ganze Geschäme nicht. Also du schämst dich nicht. Ja, das ist jetzt peinlich und so, gibt es hier nicht. Hier ist jeder peinlich. Ist ein ganz anderer Lebensstil. Und ich glaube, dass viele Leute wahrscheinlich am Anfang so einen Kulturschock haben. Natürlich auch, wenn du auf Israelis triffst und so, und da hast du Kulturschock. Und wenn du dann noch die Sprache verstehst, dann ist das umso schlimmer. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran an diese ganze Art und an diese ganze Art miteinander umzugehen. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Leute, es sind ja nicht alle gleich. Aber ich weiß nicht, mit der Zeit fällt einem das gar nicht mehr auf. Das Komische ist dann immer, wenn ich dann irgendwelche Deutschen getroffen habe, dann ist mir das aufgefallen, weil die haben sich ganz anders verhalten. Zum Beispiel, als ich vor ein paar Jahren im Krankenhaus war, in den Krankenhäusern hier, da sind die Türen immer offen. Also da machst du die Türen nicht zu. Die Türen sind immer alle offen. Also da, wo die Betten sind, im Patientenzimmer und so, sind die Türen immer offen. Und da kommt jeder reingelatscht. Und manchmal wissen auch die Leute nicht, wer da so im Zimmer ist oder so. Ne? Dann suchen die jemanden. Ah, ja, okay. Nee, ist nicht hier, muss ein anderes Zimmer sein. Und dann hatte ich ein Ehepaar, mit denen treffe ich mich als einziges immer noch. Und die sind gekommen und die haben an die offene Tür geklopft, weil man in Deutschland an die Tür klopft. Und ich wusste sofort, das sind die beiden aus Deutschland. Weil hier in Israel würde das niemand machen, jetzt an diese offene Tür zu diesem Krankenzimmer zu klopfen. Da geht man einfach rein, dann, oh, billig. Oder geht wieder raus. Aber da klopft niemand. Das war echt witzig. Und da ist mir das erst aufgefallen, wieder der ganze Unterschied. Ich glaube, ich würde in Deutschland, wenn ich da in so ein Krankenzimmer gehe, da sind ja die Türen immer, glaube ich, zu, ne? Da würde ich gar nicht anklopfen. Tür auf, rein, oh. Bist du hier? Oh, okay. Nicht? Oh, tschüss. Schau mal im nächsten Zimmer nach oder frag jemanden. Ja, so ist es hier. Viele Neueinwanderer kommen damit nicht klar. Wie gesagt, Anglos kommen immer irgendwie klar, weil die das nicht so verbittert ernst nehmen. Ich glaube, Deutsche oder vor allem auch Schweizer, ne? In der Schweiz geht es ja ganz anders zu, nehmen das vielleicht ziemlich ernst. Aber hier ist es ganz normal. Und mit der Zeit stört es einen auch nicht mehr. Es hat mich von Anfang an nicht gestört. Aber wie gesagt, da hatte ich auch den Vorteil, dass ich schon hier einige Jahre gelebt habe und schon einiges erlebt hatte. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euch im Vorfeld nicht einfach so ins Flugzeug steigen und sagen, hier bin ich oder so, sondern euch im Vorfeld hier so 3, 4 Monate, 2 Monate, was weiß ich, aufhaltet und hier mal mit den Leuten sprecht und euch informiert. Und nicht nur schaut, was steht mir zu, was kriege ich, Geld, 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 Geld. Und wenn es das nicht gibt, dann könnt ihr mich alle mal sonst wo und dann gehe ich woanders hin oder so. Nein, man muss hier schon den Willen haben, man muss überhaupt den Willen irgendwo haben, egal wo man hinzieht, und sich was aufbauen wollen. Was aufbauen wollen und Teil der Gesellschaft werden und alles. Und das gibt einem auch Selbstbewusstsein. Es gibt dir auch Selbstbewusstsein, wenn du vielleicht irgendwie nur erstmal einen Scheißjob machst oder so. Aber du machst einen Job und die Leute sehen das. Und das bewirkt ja auch bei dir, dass du irgendwas machst, nicht nur so rumsitzen und wann kommt mein Geld vom Amt oder so. So eine Scheiße. So eine Mentalität. So bin ich nicht aufgewachsen und für solche Leute habe ich auch nichts übrig. Also man muss schon den Willen haben. Es gibt ja auch sehr, sehr viele ältere Leute, die sind schon in Rente. Ja, hier kenne ich auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Die bekommen schon Rente, bekommen nicht viel und die müssen arbeiten. Und die gehen arbeiten.
Das passiert hier in Israel sehr, sehr häufig. Vor allem dann noch, wenn du krank wirst. Wenn du richtig krank wirst, dann musst du nämlich viele Rechnungen selber zahlen. Und andere Sachen auch. Also dir wird hier nichts irgendwo hinterhergesteckt oder so. Das Problem ist, wenn du hier richtig krank wirst und du bist nicht ausreichend versichert oder du bist ausreichend versichert, was ja wie gesagt nicht bedeutet, dass dir alles automatisch gezahlt wirst, dann musst du hier irgendwie arbeiten. Ich zum Beispiel hier in der Wohnung bin ich jetzt seit 2012. Und ich wollte dieses Jahr aus dieser Wohnung ausziehen, weil mich das hier ankotzt. Aus verschiedenen Gründen. Und jedes Jahr wird die Miete erhöht. Dieses Jahr übrigens nicht. Komischerweise. Und da wollte ich im Februar, März, habe ich mir gedacht, schaue ich mich langsam nach einer neuen Wohnung um. Weil mein Mietvertrag läuft immer auf ein Jahr im Juni. Und dann habe ich mir gedacht, schaue ich mich mal um. Und ja, dann hatte ich wieder neue Krebstumore und so. OP. Jetzt Chemotherapie und dann ist alles flach und jetzt sitze ich immer noch in dieser Wohnung und unterschreibe gerade wieder auf ein weiteres Jahr einen Vertrag. Aber ich will hier ausziehen. Ich plane hier jetzt nicht noch jahrelang zu sein. Ich will auch mal was Neues sehen und all solche Sachen hier in der Stadt. Aber ich weiß nicht, hier in Israel, in Deutschland ist mir das nie passiert, aber hier in Israel muss man sehr, sehr viel Abstriche machen. Und ihr solltet hier niemals herkommen mit der Erwartung, dass alles genauso sein wird wie in Deutschland. Weil das wird es nicht. Und auch von der Wohnungsqualität, selbst wenn ihr eine echt gute Wohnung habt, aber hier fällt alles oft total auseinander. Und all solche Sachen. Mit zu hohen Erwartungen, denke ich, sollte man nirgendwo hingehen. Und das ist das, was die meisten Leute dann auch wieder einholt, weil die haben irgendwelche Erwartungen. Oh, das Essen schmeckt hier nicht wie in Deutschland, warum spricht hier keiner Deutsch? Und wo kriege ich hier meinen deutschen Quark her oder so? Oder irgendwelchen, oder wieso spricht der Arzt kein Deutsch? Wenn ich in ein anderes Land gehe, dann ist da mal die Grundvoraussetzung, dass ich die Sprache lerne. Die jeweilige Landessprache. Und wenn ich das noch nicht so gut kann, dann mache ich das irgendwie mit Englisch oder so. Und ich informiere mich, ich schaue mir vorher Vokabeln an, die zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, darauf zutreffen könnten. Aber wenn ich dann nur immer am Vergleichen bin und dann sollte man lieber in Deutschland bleiben. Und wenn man dieses ganze deutsche Umfeld will oder sucht oder so, ich verstehe dann immer nicht, warum die Leute irgendwo anders hin müssen, wenn sie dann doch wieder irgendwo Königsberger Klopse fressen. Da brauche ich doch nicht irgendwo anders hinzuziehen. Keine Ahnung. Aber vielleicht das so jetzt mit euch auf den Weg gegeben. Wahrscheinlich klinge ich auch jetzt komisch, weil ich bin schon so lange hier, ohne in Deutschland gewesen zu sein. Vielleicht hört sich das in Deutschland total bescheuert an, was ich sage. Aber wiederum, was viele Deutsche erzählen, das hört sich für mich total bescheuert an, die dann auch noch hierher kommen wollen. Und weiß ich nicht. Und einige haben dann immer auch noch diesen Drang, ja, die Besserwisserei kennt jeder, ne? Und dann versuchen hier die Leute zu ändern, was bei Israelis nicht funktioniert. Wenn man Israelis kennt, dann weiß man, dass es nicht funktioniert. Also ihr solltet hier schon mit einem gewissen Tatendrang, mit einer gewissen Flexibilität, Spontanität kommen und euch hier versuchen, irgendwie einzuleben. Ansonsten könnt ihr auch in Deutschland bleiben. Also kommt hier nicht her und sagt, ja, ich will jetzt das, was mir zusteht und nach mir die Sintflut oder so. Das kommt ja auch nicht gut an. Aber wie gesagt, muss jeder selber mit sich ausmachen. Ich jedenfalls betrachte Israel als meine Heimat und ja, was soll ich sagen? War schon irgendwie von Anfang an, ne? Ist schon seit 24 Jahren und wenn man hier so leben will oder irgend sowas, ne?
was alles dazugehört, habe ich ja aufgezählt, Sprache und so, Integration und so, dann kann man das auch schaffen. Und man weiß ja dann auch mit den Leuten zu kommunizieren und so. Das ist bei mir sehr wichtig, ne? Krankenhaus und so, da kann ich nicht mit einer Übersetzung ankommen oder irgendwas im Computer tippen. Im OP ist das recht schlecht, wenn man da vorbereitet wird. All solche Sachen. Aber für mich ist das hier Heimat geworden und vor allem auch die Leute. Nicht alle Arschlöcher gibt es überall, ne? Aber auch so von der Wesensart her und so. Ich glaube, ich bin da auch in der Beziehung recht positiv und offen, obwohl das jetzt Freunde von mir hören, Anglos. Ich sage, du bist für Deutsch oder so, du bist ja gar nicht offen. Ja, stimmt nicht. Aber ich sehe das alles nicht so eng. Und wenn ihr herkommt, dann dürft ihr viele Sachen einfach nicht so eng sehen. Man muss immer versuchen, Kompromisse zu finden und versuchen, mit den Leuten zu reden und irgendeine Lösung zu finden. Und nicht, also nicht auszuflippen oder so. Das kann man ja in Deutschland auch nicht. Oder in der Schweiz oder irgendwo anders. Aber mein Rat ist, schaut euch vorher um, ob das hier auch wirklich was für euch ist. Weil sonst sitzt ihr hier und seid da irgendwie miesepetrig drauf oder so und hasst alles und geht dann wieder zurück. Und dann passt euch Deutschland auch nicht mehr. Und ja, ist nicht so einfach sein. Ich meine, das perfekte Land auf der Welt gibt es nicht. Es gibt nicht den perfekten Ort. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und das sollte man vielleicht so ein bisschen bedenken. Aber wenn man hierher kommt und wenn man schon finanzielle Vorteile einstreicht, dann hat man natürlich auch eine Bringschuld, nämlich sich hier zu integrieren. Was will ich denn sonst hier? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier, wenn ich die Sprache nicht kann, wenn ich die Sprache nicht kann und wenn ich keine sozialen Kontakte habe? Warum bin ich hier? Gibt es hier Leute? Auch eine Deutsche kenne ich. Also nicht direkt, dass ich die kenne, aber keine Freunde, kein gar nichts. Dann brauche ich nicht herkommen. Da kann ich auch in Deutschland bleiben. Okay, das soll es dann erstmal gewesen sein. So ein paar Gedanken dazu. Könnt mich ja mal eure Meinung wissen lassen. Und schreibt mir mal, ob man Ketchup und Mayonnaise heutzutage bei McDonald's in Deutschland noch bezahlt. Hier tut man das nicht. Hier könnt ihr so viel verlangen, wie ihr wollt. Ketchup und Mayonnaise ist hier kostenlos.